Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute mit dem 1976er Ferrari 512 Berlinetta Boxer. Diesen Wagen werde ich euch heute präsentieren. Wir werden in der Serienversion natürlich ein bisschen ausfahren und hoffentlich keine Klippe runterfahren. Bitte steig auf die Bremse. Werden uns natürlich dann auch im Tuning von diesem Wagen hier nochmal ein bisschen austoben. Und der 512 BB ist ein Ferrari aus einer Ära, die ich extrem liebe. Die 70er Jahre bei Ferrari waren, finde ich, eine absolut goldene Zeit einfach nur in der Designsprache. Dieses kantenförmige, allgemein sehr, sehr eckige Design ist was, was ich allgemein extrem liebe. Und der 512 BB, ja, spielt da halt einfach volles Rohr mit rein. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir ihn heute mal ausfahren können. Wir gehen natürlich, wie gesagt, erstmal ein bisschen serienmäßig über die Rennstrecke mit ihm. Und ja, gucken einfach mal, wie er mir da so gefällt und was wir da im Tuning letztendlich machen werden. Fahren wir ihn über eine italienische Strecke? Wir haben ja ein paar im Spiel, ne? Ja, warum nicht? Was haben wir denn? Monza, Sardegna, Lago Maggiore? Maggiore? Wie auch immer. Ich würde sagen, Monza sparen wir uns. Wir werden ihn einfach dann im getunten Zustand über Monza fahren. Wobei wir kein richtiges Rennen für Monza haben. Okay, nehmen wir es weiter, dann fahren wir jetzt einfach mal hier in Arcade-Monza-Rennen. Und zwar mit Schikane natürlich. Ja, machen wir mal am Tag, warum nicht? Profiklasse. Logisch. Traumhaft. Ich habe natürlich wieder einige Informationen hier zu dem Wagen für euch rausgeschrieben. Erstmal kommen wir zum Namen 512 BB. Die Zahl 512 ist an sich relativ simpel aufgeklärt. 5 Liter Hubraum, 12 Zylinder. So einfach ist die Sachlage. BB steht für Berlinetta Boxer. Berlinetta ist die Bezeichnung für ein Sportcoupé, wenn man so möchte. Und ja, Boxer natürlich ist die Bezeichnung für den Boxermotor, den wir von Porsche kennen. Dementsprechend hat der Wagen einen 5,0 Liter V12 Sauger. Jetzt wird der ein oder andere sich denken, sag mal, Andi, hast du dich gerade irgendwie versprochen? Du hast doch gerade gesagt, wir sind ein Boxer, warum hatten wir einen V12? Naja, Ferrari hat das Ganze nur so semi-ernst genommen mit dem Boxermotor. So semi-ernst, wie ich da mit der Bremszone gerade genommen habe. Wir haben hier einen 180 Grad V12 Motor, der damit im Prinzip sehr, sehr ähnliche Charakteristiken zu einem Boxermotor hat, aber technisch gesehen kein Boxermotor ist, wie dann auch der ein oder andere Ingenieur von Ferrari selbst gesagt hat, dass das hier kein Boxer ist. Er heißt halt trotzdem einfach so. Wie gesagt, dadurch, dass seine Grundcharakteristiken da immer noch sehr nah dran ist, ist das meines Erachtens auch nicht schlimm. Ist aber nur so eine kleine technische Sache, die man auf jeden Fall dazu sagen sollte. In der Leistung bewegen wir uns hier irgendwo um die 350 PS. Er wurde erst vermarktet mit 367 PS, dann ist Ferrari auf 340 zurückgerudert. Die reale Antwort liegt irgendwo dazwischen. Deswegen sagen wir mal ungefähr 350 PS. Das Ganze dann mit 449 Newtonmeter Drehmoment auf ein Leergewicht von knapp 1,5 Tonnen. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 5,7 Sekunden. Die Topspeed ist offiziell bei 302 km/h erreicht. Das hat er allerdings in der Realität nie auch nur ansatzweise geschafft. Das höchste, was an Messwerten gefunden wurde, waren 282 km/h, also 20 km/h weniger als die offizielle Angabe. Preislich lag der Wagen damals bei etwa 23.900 Pfund, was umgerechnet heutzutage etwa 165.450 Euro wären. Es wurden 929 Stück davon gebaut und der 512 BB ist an sich einer der etwas unbekannteren Ferraris tatsächlich. Seinen Nachfolger kennt aber jeder, würde ich aber mal behaupten, denn sein Nachfolger ist der Testarossa, an dem wir gerade auch vorbeigefahren sind. Irgendwann bei meiner Dive in die erste Kurve rein. Und ja, wie gesagt, das ist einfach echt ein Wagen. Den kennt man auf jeden Fall. So, um nochmal vielleicht ganz kurz darauf einzugehen, was denn der Vorteil von so flachen Motoren ist, wie eben einem
180 Grad V-Motor oder einem Boxermotor. Im Prinzip ist es relativ simpel erklärt. Das kannst du jetzt natürlich ableiten, wie die Motoren im Englischen heißen. Das sind das nämlich dann, da werden die ganz gerne mal als Flat-Motoren bezeichnet. Das ist auch in Forza, wenn wir irgendwo einen 4,0 Liter F6-Zylinder haben, dann ist das ein Flat 6, dementsprechend ein Boxer 6-Zylinder-Motor. Der Begriff Boxer, Gott, für Motoren existiert im Englischen zwar, wird allerdings tatsächlich relativ selten verwendet. Im Prinzip ist es relativ simpel erklärt, wie gesagt. Boxermotoren oder 180 Grad V-Motoren haben einen sehr, sehr niedrigen Schwerpunkt, weil die Motoren an sich sehr viel flacher sein können. Was dafür sorgt, dass der Wagen einen sehr viel niedrigeren Schwerpunkt hat und dementsprechend das Fahrzeug einfach allgemein eine sehr viel bessere Kurvenlage besitzt, die ich hier gerade auch teilweise zumindest so bedingt sehe. Die Problematik ist, der Wagen ist halt sehr alt, er hat sehr wenig Gewicht vorne. Das Fahrwerk ist ein bisschen schwammig, deswegen ja, das mit den Kurven schafft er nur so manchmal tatsächlich. Aber ich gebe mir größte Mühe, hier vernünftig zu fahren und den Camaro da vorne noch eins holen, auch wenn der auf der Geraden potenziell wahrscheinlich doch ein gutes Stück schneller ist, wie wir auch schon ab und zu mal gesehen haben. Ach ja, falls ihr euch wundert, warum ich den Ferrari in Gelb gekauft habe. Bei älteren Fahrzeugen habe ich keine Wahl, die kaufst du einfach vom Gebrauchtwagenhändler oder vom legendären Fahrzeughändler. Ich glaube sogar, er war vom Gebrauchtwagenhändler gekauft, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ja, dementsprechend hatte ich hier bei der Lackierung nicht sonderlich viel Mitspracherecht, muss man sagen. Doch, aber ja auch nicht unbedingt so. Jetzt mal hier doch nochmal am Camaro vorbeigegangen. Sehr gut. Das ist doch eine feine Sache. Aber ja, wie gesagt, im Design gefällt mir der Ferrari halt echt unglaublich gut. Also wie gesagt, diese Ära von Ferrari, diese Modelle einfach auch so ein 328 oder 308. Den ich auch mal auswählen kann auf jeden Fall, den 308. Gibt es auch, glaube ich, hier im Spiel. Ich habe einen von den beiden in der Garage, 328 oder 308. Ich weiß gerade noch nicht welchen. Das sind einfach super geile Aggregate. Ferrari geht ja aktuell in ihrer Designsprache so ein bisschen mehr in das etwas kantigere zurück. Wie wir das an Modellen wie einem F8 beispielsweise sehen. Oder SF90 auch irgendwo. Aber Ferrari war da ja allgemein immer schon so. Und die haben halt im Prinzip ihre Fahrzeuge so designt, wie es gerade im Trend war. Und ja, das war in den 70er halt eben hier genau diese Nummer hier eben. Komm, Schikane haben wir diesmal bekommen, sehr gut. Bin halt ein Profi einfach. Wie mein Gran Turismo 7 natürlich. Ich habe es letzte Folge, glaube ich, sogar erwähnt zu sagen. Aber wenn ihr Vorschläge habt, was ich in diesem Spiel hier noch so ausfahren kann an Fahrzeugen, dann haut das gerne mal unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, ich möchte mich hier in GT7 auf Fahrzeuge fokussieren, die wir nicht aus Forza beispielsweise kennen. Deswegen bin ich da auch ausschließlich bisher Fahrzeuge gefahren, die es in Forza nicht gibt. Weil wir einfach mal die Gelegenheit haben, so ein paar etwas neuere Aggregate auszufahren, mit denen ich so eben noch gar keine Erfahrung habe. Und das ist ja auch, glaube ich, dann immer eine coole Abwechslung mal. Zumal es ja auch, finde ich persönlich, immer mal was Geiles ist, auch so Straßenfahrzeuge über Rennstrecken auszufahren. Gerade wenn das dann teilweise wirklich so 180 Grad andere Fahrzeuge sind. Ich nehme jetzt beispielsweise die letzte Folge mit dem Daytona, Quatsch, mit dem Superbird und dem 512 hier, die nehme ich back-to-back, auch was direkt hintereinander. Und die sind halt vom Fahrverhalten ja wirklich grundlegend andere Fahrzeuge. Obwohl sie aus einer ähnlichen Ära stammen, der Ferrari hier ist nur 6 Jahre jünger. Aber das macht's auch irgendwie so geil. Weil ich den Wagen halt einfach ganz, ganz anders fahren muss. Und das ist schon, das macht richtig Laune. Ich habe schon mal erwähnt gehabt, dieses immer näher ans Limit rankommen, Runde für Runde. Was ich halt in einem Spiel wie Formel 1 beispielsweise aber nicht mehr habe. Das ist schon sehr, sehr geil. Und das funktioniert halt in so einem Spiel wie Gran Turismo 7 oder hoffentlich dann auch im neuen Forza Motorsport einfach extrem gut, weil halt du immer einfach was anderes fährst. Was ich auch für mich persönlich ein bisschen versuche, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen und jetzt nicht halt beispielsweise 3 Muscle Cars hintereinander fahren. Das ist ja nicht Sinn der Sache. So, ich weiß, ihr wollt die Tickets sehen, deswegen drehen wir einmal am Roulette-Rad und gucken, ob wir da irgendwas Interessantes rauskriegen.
Auch wenn ich Zweifel habe, ehrlicherweise. Aber vielleicht kriegen wir zumindest ein bisschen Geld. Was haben wir denn? Ein paar Fahrzeuge auch. Aber ich nehme natürlich lieber die 10.000 Credits oder was das ist. Ja, 10.000, okay. Geil. Ölwechsel ist bezahlt. Sehr gut. Genauso wollen wir es haben. So, dann gehen wir natürlich erstmal ins visuelle Tuning rein, wie wir das immer machen. Und gucken mal. Wie das Bodykit aussieht natürlich. Ja, gut, ein bisschen breiter halt, aber dafür 100.000 Credits brauchen wir nicht. Öl und alles sieht noch hervorragend aus. Sehr gut. Was haben wir hier denn Schönes? Anpassungsteile. Front, Seite und Flügel. Okay, wir haben Frontschürze und Seite irritiert mich. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, eine kleine kleiner Splitter unten dran. Okay, gut, das verstehe ich. Ja, okay, das ist dann doch extrem bescheuert, wenn ich dafür hinten das Ganze nicht größer machen kann. Na gut. Das geht ein bisschen in die Richtung vom wie hieß er? 512 BBLM? Warte mal, Moment, lass mich doch kurz nachgucken, wie er hieß. Das war eine Rennversion. Genau, 512 BB Le Mans. Geht tatsächlich sehr in die Richtung davon. Das ist cool. Das ist halt geil, dass das sind so Sachen, die würde ich mir von Forza auch wünschen. Weil man kann es ja machen, offensichtlich. Ach, es ist so schade. Es ist so schade einfach nur. Na gut. Haben wir denn irgendwas an Lackierungen? Irgendwas Interessantes? Ich gucke das einfach jedes Mal durch. Ne? Wir haben ja letztes Mal da schon ein paar coole Sachen gesehen. Ja, das ist halt hier genau auch die Le Mans Lackierung. Ich würde heute mal ein bisschen mehr im Straßenstil bleiben. Deswegen, wenn wir vielleicht einfach rot machen, wäre ich, glaube ich, schon ganz happy. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, guck mal, das sieht doch sauber aus. Das sieht doch vernünftig aus. Warte, was haben wir? Rosso Neaco, Rosso Corsa. Abschlepphaken, Glühbirne. Ja, ja, das. Was? Abschlepphaken? Moment. Ja, wo denn? Ah, da. Tatsache. Ja, ne, den machen wir wieder runter. Einfach auch ein Kennzeichen dran. Borna. Ha, ja. Da passt irgendwas ganz überhaupt nicht. Ja, das haben wir jetzt vorne und hinten. Ja, komm. Ist zwar ein japanisches Kennzeichen, aber warum nicht? Okay, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt bei manchen Fahrzeugen, dass du auch beim Kühlergrill was einstellen kannst. Okay, cool. Ja, nice. Okay, nice. Damit kann man arbeiten. Ich muss wirklich mal. Ich werde das ab jetzt, wie gesagt, bei jedem Fahrzeug machen, den Gran Turismo. Durch die Designs durchgehen, weil du lädst hier halt nicht nur ein Design runter, sondern halt ein ganzes Fahrzeug. Und das kann dann halt schon sehr geil sein. Klar, kann auch scheiße sein. Wenn du dann halt Teile einbauen musst, die du eigentlich gar nicht haben möchtest. Aber die kannst du ja auch wieder runterbauen, ne? Das funktioniert ja. Deswegen. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Wäre natürlich geiler, wenn es einfach die Option geben würde, Design runterladen oder kompletten Stil runterladen. Wobei, vielleicht gibt es auch und ich habe es aber bisher nur nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein, weil ich bin alles andere als ein GT-Profi.
Das kann ich euch an der Stelle mal ganz klar sagen. So, ja, wir gehen, würde ich sagen, einfach mal auf. Ja, wir gehen mal auf gute Sportreifen, würde ich sagen. Brauchen wir eine Gewichtsreduktion? 1,2 Tonnen. Das ist eigentlich fast schon für mich ein bisschen zu wenig. Ich glaube, Gewicht auf 1,4 zu halten ist keine schlechte Sache. Wir haben mal eine Sportkupplung rein. Ein Fahrwerk muss auf jeden Fall mit rein in das Ding. Und auch potenziell bessere Bremsen. Ich glaube, in der Leistung werde ich gar nichts machen. Und wir gehen dann mal. Ja, wir gehen mal auf 600 ungefähr. Formel I. Oh, wir verlieren Drehmoment, wenn ich eine bessere Kurbelwelle einbaue. Gut, 1 Newtonmeter, ne? Für 8 kW, also knapp 11 PS mehr. Ja, wir sind Formel I dann sehr nah dran an dem, wo wir hinwollen. Deswegen, das machen wir mal so. Bin jetzt mal sehr gespannt, wie er sich fährt. Ja, Weltstrecken natürlich. Wo fahren wir denn jetzt aus? Wir haben japanisches Kennzeichen drauf, wir gehen nach Japan. Müssen wir fahren einfach mal Suzuka? Habe ich ein Suzuka-Rennen, wo ich ihn fahren kann? Nee, habe ich nicht. Ich hätte halt schon gern ein richtiges Rennen, aber irgendwie nicht. Irgendwie nicht so, ne? Oh Mann. Tokyo Expressway vielleicht, da gibt es ja einige. Ja, wir haben halt keinen Frontmotor. Spurenwagen 600? Ah ja, guck mal. 5 Runden. Das ist mir ein bisschen viel, ehrlicherweise. Ja, wow, super. Fuji? Autopolis? Auch nicht. Ach man, ey. Zurück nach Europa. Ja, mal nach, was haben wir in Barcelona vielleicht? Ferrari 700. Porsche 600. Das Spiel braucht viel mehr Events. Ich verstehe es nicht, wie das Spiel so wenige Rennen haben kann. Also wirklich, das ist ja kriminell. Ohne Scheiß, ja komm, dann fahren wir jetzt halt Ferrari 700. Auch wenn ich auf die Fresse kriegen werde. Okay, wir werden nicht die vorhin 5 Runden fahren, glaube ich. Je nachdem, wie lange wir fahren. Je nachdem, wie lange wir fahren. Machen wir es vielleicht, aber ich. Nee, kann ja gar nicht, wenn. Ein Formel-1-Wagen schon. Was fahren wir da? 1,16 oder so? Ja, dann fahren wir einfach so 3 Runden oder so. Macht ja nichts. Geht ja nur darum, jetzt hier rauszufinden, wie der Wagen sich fährt. Ob wir da gute Verbesserungen vorgenommen haben oder nicht. Geht voran auf jeden Fall. Den Dino essen wir mal auf. Mit der doppelten Anzahl an Zylindern. Auf der Geraden irgendwo erwartbar gewesen, definitiv. Dieses leicht slidende Heck, das ist halt so geil einfach nur. Das ist halt auch genau das, wie ich mir vorstelle, wie sie so ein alter Ferrari fährt. Ohne Scheiß. Genau so stelle ich mir das vor. Das ist schon sehr, sehr geil, definitiv. Guck mal, da
vorne noch ein 512. Oh Gott. Bisschen früher am Gas, vielleicht gehen wir den 558 trotzdem durch die Kurve jetzt hier. Oh, wir kriegen sogar beide. Easy. Ja, okay, durch Turn 9 überholen ist eine Kunst. Aber der 365 hat da natürlich ein bisschen weniger Power, deswegen können wir da auch einfach mal vorbeigehen und dann auf der Bremse. Den 430, nice. Und jetzt fehlen 10 Sekunden auf den nächsten. Sehr gut. Aber ja, auf jeden Fall, das Fahrwerk ist auf jeden Fall jetzt ein gutes Stück härter. Das gefällt mir ganz gut, dass wir mir gerade auf Monster noch ein bisschen zu schwammig. Die Bremsen sind sehr geil jetzt. Also wie gesagt, der Wagen wiegt halt auch nur 1,4 Tonnen, das ist nicht viel. Aber trotzdem, für 1,4 Tonnen ist das auch eine extrem gute Bremsleistung, definitiv. Das muss man ganz klar so sagen. Ich habe 5 Sekunden den 430 schon abgenommen im letzten Sektor, holy shit. Ja, ich sollte noch viel früher bremsen. Das auf jeden Fall. Ah ja, der 308 ist es nicht, der 328. Den wir hier haben in Gran Turismo. Aber wie gesagt, den habe ich auch in der Garage. Den werden wir auch safe irgendwann ausfahren. Nicht wundert's halt, dass wir in Forza, wir haben ja einige Ferraris in Forza. Aber gerade so die 70er, so diese Ära hier, die ist halt gar nicht vertreten. Und ich verstehe es nicht. Das sind so schöne Fahrzeuge. Ich meine, klar, was danach kam, sind auch sehr, sehr geile Karren. So was wie ein Testarossa beispielsweise. Oder ein F40, ein 288, sowas in dem Dreh. Aber trotzdem, auch diese Ära hier verdient Liebe. Mehr Liebe für 70er Jahre Ferraris. Das ist doch mal. Oh Gott. Das ist doch mal was, wofür man kämpfen kann. Oder? Das ist so geil hier. Das ist so unfassbar geil. Und gerade deswegen ist es auch gut, dass ich mich entschlossen habe, ohne TT zu fahren, weil nur dann spürst du das hier halt, was ich hier gerade habe. Ansonsten würde ich einfach extrem langsam um die Kurve fahren. Weil die TT immer alles wegregulieren würde. Weil sie immer schnellste Runde gerade macht, man eine 2-4 draus, würde ich sagen. Noch früher bremsen. Kleines Stück. War aber auf jeden Fall besser als letztes Mal. Ah, nach vorne fährt mein Podium. Oh, come on. Solange es nicht anfängt zu regnen, sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Ich jetzt mal. Okay, der F12 ist halt eine Macht auf der Geraden. Den muss ich mir in der Kurve holen. So wie den 430 hier. Einfach auf der Bremse durch. Gar kein Problem. So. Ja gut, auf der Geraden wird der F-Zug nach vorne marschieren. Keine Chance. Jetzt auf der Bremse vielleicht. Na, holen wir uns auf jeden Fall erstmal den anderen 430. Ey, die hole ich mir aber auch alle auf der Bremse. Eieiei. Bleib hier. Okay, das Ding ist halt, der ist eigentlich in allen Bereichen besser.
Ich glaube, hier der letzte Sektor ist wirklich das, wo wir noch am ehesten was rausholen können. Aber ja, das wird schon kritisch. Und da vorne jetzt halt zwei F8s. Wenn mich nicht alles täuscht. Eieiei. Okay, wir fahren jetzt mit dem doch zu Ende, weil mich interessiert, ob ich die holen kann oder nicht. Okay, deutlich besserer Bremspunkt. Ah ne, ist ein 458. Kein F8. Der F8 ist gerade auf 1, meine ich. Und in der Theorie dürfte ich gegen den F8 eigentlich keine Chance haben. Der müsste jetzt wirklich überall besser sein. In jedem Abschnitt. Gleiches Konzept. Gut, anderer Motor, ja, aber trotzdem Mittelmotor, Supercar von Ferrari, aber über 40 Jahre jünger. Dementsprechend mit 40 Jahre jüngerer und besserer Technologie. Ja, das wird nichts. Ich meine, immerhin, wir sind auf P2 vorgefahren. Muss man auch mal sagen. Mit einem Wagen, der... Ach Gott, ey. Der 100 E-Punkte unter dem empfohlenen Leistungsindex ist. Das ist nicht schlecht, sag ich jetzt einfach mal. Oh Gott. Soll ich halt nur zu Ende fahren und nicht mich noch irgendwo reinsetzen, wo ich nicht hin möchte? A.k.a. eine Wand oder ein Kiesbett. Das muss wirklich nicht sein. Eine 2-0-0 ist er jetzt gefahren. Ja, das schaffen wir nicht. Wir gucken uns einfach, dass wir uns, wie gesagt, hier halten. Aber wie gesagt, macht jetzt auf jeden Fall nochmal viel mehr Spaß zu fahren. Richtig guter Wagen. Ohne Scheiß. Komm, Power. Boah, ich habe in der Kurve aufgeholt. Let's go, gleich habe ich ihn. So, war der Platten oder war das los? Warum hole ich gerade auf? Viel zu weit raus. Push zu sehr. Okay, also ich glaube, in der letzten Runde wird die KI einfach... Gott. Wird die KI noch mal ein bisschen langsamer. Bringt halt nichts, wenn sie schon 5 Sekunden vor mir ist und... ein Wagen fährt, der mehr Power hat, bessere Bremsen, eine bessere Kurvenlage und dazu noch mehr Abtrieb. Ja, das ist meine Chance, wenn der überrundet, den jetzt rausknallt. Macht er nicht. Mist. Na gut, hey, P2 mit dem Wagen? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit auf jeden Fall. Hat sich sehr gut gefahren, finde ich. Das war ordentlich. Hat auch echt Spaß gemacht. Definitiv. Wunderbar. Dann würde ich damit sagen, meine Damen und Herren, dass es das mit dieser Ausgabe hier dann gewesen wäre. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Vorschläge, was ich noch so fahren kann, in GT7 unten in die Kommentare rein. Wenn dir das Video gefallen hat,
würde ich mich über deutsche Umsehen freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.